Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Ich habe es geschafft mit der Mission. Einfach nochmal irgendwas neu geladen, nochmal gemacht. Alles Pipapo ist jetzt nicht auf der Folge, aber das ist ein Satz gewesen, den er gesagt hat. Wir stattdessen machen uns jetzt, glaube ich, auf den Weg ins Ende. In die letzten Missionen, so wie es langsam scheint. Wir gehen der Spur hinterher. Es gibt doch, wie heißt das denn? Die Spur wieder aufnehmen. Ist, glaube ich, eine Quest aus Fallout 3. Das passt eigentlich perfekt. So, Horizon. Horizon ist eine gemäßigte Welt, wie das haben wir doch schon mal, glaube ich, oder? Die für Leben auf Kohlenstoffbasis geradezu ideal ist. Ihre Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre wird durch Unmengen von Pflanzen und Bakterien aufrechterhalten. Der Boden ist kompatibel mit der Vegetation der Erde und deswegen hat sich hier auch eine Gemeinschaft von Menschen zusammengefunden. Die Population von Horizon schwankt stark. Bei einem Kollektorenangriff 2185 gab es massive Verluste, aber seit Beginn der Reaper-Invasion strömen zahlreiche Flüchtlinge her. Da viele illegal landen, lässt sich die Bevölkerung nicht korrekt ermitteln. Zahlreiche Kolonisten lehnen die Neuankömmlinge ab. Andere sehen darin eine neue Aufgabe für Horizon. Die Werbung für die Zuflucht, das größte Flüchtlingszentrum des Planeten, ist galaxieweit zu sehen. Das größte Ingelheim der Welt. Und ich würde sagen, wir machen mal so eine richtig klassische aus Liara und Garrus. Ja, so eine richtig klassische Crew. Ja, hier wird wahrscheinlich nicht viel sein. Garrus hat höchstens noch Punkte. Ja. Machen sie schwerere, kurzzeitig handlungsunfähig. Ne, dann lieber das Aufladetempo. Ja, Schaden. Nö. So, Annäherungsmine nicht, Turianische Rebell. Das kann ich eh nicht machen, ich habe nicht genügend Punkte. Die hat 6 Punkte für die Stars, das ist gut. Das reicht nicht, okay. Was wissen wir, Shepard? Edie? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Finden wir es heraus. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Orianer Lawson. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Orianer? Das ist Mirandas Schwester. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Wir werden Cerberus überraschen. Wachsam bleiben! Ziemliches Chaos. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Na, wunderbar. So, was genau ist hier passiert auf einem Flüchtlingsplaneten? Wow. Reaper. Haben Sie die Heuschrecke gesehen? Hab ich gesehen! Phantome! Na wunderbar. Sie sie, bevor sie nah rankommen. Okay. Das ist mein Ziel. Aua. Auf den Scharfschützen achten! Ja, hatte ich vor. Wow. Ach, komm. Ich
Ist der immer noch da? Ich glaube, er ist weg, oder? Ich glaube, der Scharfschütze ist weg. Na. Hallo. Sieht aus, als hätte eine Evakuierung stattgefunden. Und es sieht so aus, als ob die Reaper sie verfolgt hätten. Höchste Zeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Oh ja, da hast du was Wahres gesagt. Hallo. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Noch mehr Cerberus. Da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Ja, Buch. Sanctuary? Wir wären in Borderlands gelandet. Weil Sanctuary heißt ja, glaube ich, nichts anderes als Zuflucht, oder? Ist das nicht so, irgendwie? PDA untersuchen. Verteilungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration. Kinder 85%. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Verarbeitung beibehalten. Aha, Inventarlogs. Noch ein Log. 2039. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde neu justiert. Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung eingereicht. Das ist doch die Stimme von Bailey gewesen, glaube ich. Derselbe Synchronsprecher. Meine ich. Aha, hier ist eine Treppe. Das muss eine weitere Landezone sein. Etwas offizieller. Die Schiffe, die wir draußen gesehen haben, müssen darauf gewartet haben, rein. Vor uns ist was, Shepard. Aber wo sind Verluste auf beiden Seiten? Okay, das war jetzt irgendwie doppelt. Hallo. Wow. Boom. Ach ja, mit Java zu kämpfen ist eigentlich immer total. Ist der absolute Traum. Einen Ausgang. Weiter suchen. Ach Gott, der PC. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Ah, hier ist Munition. Pool Maintenance. Von was? Shepard. Das ist Miranda. Miranda! Oh fuck. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay. Also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas irren Vater. Wie passt das alles zusammen? Gar nicht. Aber irgendwas muss Chaos verursachen. Was ist das denn? Eine Runde schwimmen gehen? Eine Wasserpumpe. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Was ist das? Sie mussten etwas verbergen. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Auch ein bisschen intelligent gemacht. Das stimmt, ist schon nicht schlecht, die Idee.
An jeder Tür muss man Angst haben, dass da 1000 Leute vorstehen. Wo ist Garrus? Das wird hässlich. Reaper Tech hat noch nie etwas Gutes bedeutet. Ja. Noch nie. Was ist hier passiert? Das muss eine Befehlszentrale sein. Aber alles abgeschaltet. Suchen Sie einen Schalter. Ja, hier. Hauptschalter. Jetzt. Ach du Kacke. Was geht da vor? Das sind die Flüchtlinge. Töten Sie sie einfach? Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Hier wird's gleich ziemlich ungemütlich. Ich begreife das nicht. Der ganze Aufwand nur, um Husks herzustellen? Was hat der Unbekannte bloß davon? Die Reaper haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. War wunderbar. Schalte die Energieversorgung ab. Aha. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Kai Leng. Sie weiß nicht, dass er hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Oh, fuck. Miranda, Miranda, Miranda. Na, wunderbar. Das war geil. Sowas musste ja mal passieren. Heieiei. Na, ich weiß noch, wie ich ziele. Ach, wo die herkommen, gibt's sicher noch mehr. Mhm. Im schlimmsten Fall ist der ganze Planet von durch Husks ersetzt. Kann man so schrecklich handeln. Wir haben die Ergebnisse der Cerberus-Experimente mit den Husks bestätigt. Ein kruder, aber notwendiger erster Schritt bei der Entschlüsselung der Reaper-Kommunikation. Wichtig ist, wie das Reaper-Signal mit den Naniten interagiert, die dem Subjekt implantiert wurden. Wir stehen noch am Anfang, machen aber Fortschritte. Oh Mann. Hier sind Reaper-Truppen. Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Ja, was haben wir hier? Wo sind wir hier? Also was ist das? Wow! Alles aber nicht gut. Oha.
Nein, daneben. Oh fuck. Marodeure. Um die Java kümmern wir jetzt gleich. Fuck, ich habe keine Muni mehr. Oh fuck. Ich bin eigentlich schon tot. Nein, 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 nein! Warum hat diese Schrotflinte so eine lange Nachladezeit, Mann? Ach, komm, ey. So. Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Zurückziehen, frühere Verteidigungslinie errichten. Okay, alles drauf, alles drauf. Mach doch das Schild, Mann! Waffe. Ja, ich bin gleich tot. Was genau passiert hier? Also diese Dinger sind ein bisschen... Mich stört nicht die Stärke direkt, sondern die Teleportationsgeschwindigkeit. So. Haben wir? Da geht mir aus dem verfickten Weg, Liaba. Oder ich will, dass ihr sterbt. So. So. Nein, oh, geh doch in Deckung, Shepard. Wofür hast du das gelernt, Mann? Jetzt mal so ganz im Ernst. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Was? Nein, dafür ist die zu ungenau. Da. Oh Gott. Hallo. Hallo, wie viele kommen denn da noch? War's das? Ich hoffe mal. Ich muss gerade mal was in der Spiel noch einstellen. Kann man das ausstellen, dass er automatisch in Deckung geht?
Das ist ja der Hammer. Es ist unfassbar. So, was haben wir hier? Nix, okay. Oh nein. Meine Lieblingsfreundin. Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das hier bei vollem Betrieb ausgesehen hat. Mhm. Nach Informationen suchen. Das Terminal ist beschädigt. Moment. Die Reaper wollten diesen Ort ausschalten. Fragt sich nur warum. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Ich hab's. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Um sie dann durch den Fleischwolf zu drehen. Sie sagte, die Indoktrinierten wurden an den Unbekannten ausgeliefert. Darüber können wir ihn aufspüren. Gute Idee. Los. Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Stimmt. Weil wir über den über die Flüchtlinge quasi dann herausfinden, wo die hinkommen. Und wenn sie dann auch noch zum Unbekannten seiner selbst wollen. Ich warte nur darauf, ihn eine Kugel in den Kopf zu bringen. Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Na. Ja, Leute. Alles drauf. Dafür ist die Pistole gut gedacht, weil die ist halt ziemlich genau. Da müssen wir immer nur auf einen Punkt schießen. Na, wunderbar. Solange man Muni hat. Was ist denn hier noch? Forschungsupdate. Abgelehnte Subjekte haben sich als nützlich für genetische Vortests erwiesen. Die Sterberate beträgt natürlich 100%, aber die dabei gesammelten Daten sind entscheidend für die Verbesserung der weiteren Arbeit an brauchbaren Subjekten. Anmerkung. Nur Personal mit Sicherheitsfreigabe Alpha 3 und höher darf den Testbereich für genetischen Abfall betreten. Noch mehr Forschungsdaten, die wir bergen können. Oha. Na, wunderbar. Achso. Sauber. Eine Pistole, aber ich will jetzt gerade nicht in dieser Situation meine Waffen ändern. Jo. Vater arbeitet für den Unbekannten. PDA, internes Memo, Prozessvereinfachung. Um unsere Abfallbeseitigung zu vereinfachen, wurden unsere Verseifungsentsorgungssysteme eine leistungsstarke Verflüssigungszustand-Substanz hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unser System die Mengen verarbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage eintreffen. Als Folge dieser Maßnahmen müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsorgungsbereich zu jeder Zeit Schutzanzüge der Stufe 4 tragen. Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja.
Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Kontrolle über Reaper-Truppen. Erstaunlich. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie haben Cerberus durchschaut. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Moment, Shepard, da ist noch mehr. Kai Leng, wenn ich es richtig erkannt habe. Oh fuck. Kommst du hoch? Also die ist oben. Hör, was? Na wunderbar. Es sind zu viele. Wir sind nah dran. Weiter. Ach was, zu viele gibt's nicht. Naja, vielleicht, aber. Aua. Okay, es sind zu viele. Nein, das war einfach nur schlecht gemacht von mir. Wir müssen uns diesmal besser vorbereiten. Defensiver, dass wir haben ja eigentlich ein gutes Feld. Einzelne Feinde wieder mal ausschalten. Ja, aber was machst du denn da? Na, der erste ist weg. Nein, doch nicht. Oh oh. Na. Holla, die Heilige. Na, Leute. Es ist schwer, aber es geht, glaube ich. Ein Barrierenmotor ist weg. Oh, fuck. Na. Wow. Überlastung. Nein! Komm schon. So, und? Puh, ich sag ja, es gibt nicht zu viel für uns. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Mhm. Ich brauche erstmal Munition. Das ist wichtig. So, was haben wir denn da unten? Was ist das? Das ist wahrscheinlich nur ein Grafikbug. Ist sonst nichts? Was haben wir denn hier? Eine Medizin ist auch so. Noch mehr Forschungsdaten. Lock. Wir haben die Stärke des Reaper-Signals unterschätzt. Sie sind hier. Die Reaper wissen irgendwo
Die dachten wir auch, dass die Menschheit, die Asari, die Turianer sie hätten. Befehlssequenz eingeleitet. Hasks freilassen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott! Ach Gott. Das können wir als Ausgang benutzen. Ja, ich denke auch. Das können wir als Ausgang benutzen. Ich denke auch. Also. Die bringt uns näher an den Turm. Nee. Ah. Weil das Klettern über sowas da drauf nicht möglich gewesen wäre. Hier entlang. Shepard kann alles, aber nicht klettern. Ach du Kacke. Na, wunder. Wow. Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite. Ja. Boah. Wow. Eine ganz gute Idee eigentlich. Hallo? Hallo. Was haben wir denn hier? Noch ein Rohling. Gabus, keine Sorge, ich bin gleich da. Oh nein. Auf, drauf, 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 drauf. Hallo, alles da drauf, sagte ich. Oder seid ihr indoktriniert? Das werde ich nicht schaffen. Zum Glück geht das sehr schnell. Komm schon. So. Ach komm, du bist schon wieder tot. Jetzt aber vorbei. So, wo sind denn meine Freunde? Da. Okay. Auch gut. War's das? Scheint so. Was macht Gabriel denn da? Wieso, wo läuft er hin? Durchgang voraus! Jo. Dann los! Läuft er einfach irgendwo hin? Weißt du? Zugang zum Turm gewährt. Na, wunderbar. Sie haben es gehört. Bereit machen. Ich befürchte, stimmt es. Feuer frei. Oh. Shepard! Miranda! Commander Shepard, perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda,
Hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Leng nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Man kann mit mir reden. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut. Nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Nein. Kein Deal. Hat er dich verletzt? Bist du okay? Alles gut. Du bist jetzt sicher. Mir geht's gut. Aber ich will hier weg. Gleich. Gib mir eine Minute. Commander Shepard, Sie hier zu treffen. Es war eine Gelegenheit. Sind Sie in Ordnung? Wird schon wieder. Wirklich. Keine Ahnung, wie Sie es geschafft haben. Aber ich bin froh, dass Sie da sind. Was ist passiert? Wie haben Sie das gemacht? Als ich wusste, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet, war er leicht zu finden. Ich musste nur den Lügen folgen. Als ich erkannte, was das hier wirklich war, musste ich bleiben. Natürlich. Kompliziert wurde es erst, als die Reaper auftauchten. Und Kai Leng. Sie haben überlebt. Das hätten nicht viele geschafft. Als Sie erwähnten, dass er mit drin hängt, habe ich Vorkehrungen getroffen. Zum Glück. Ich hätte helfen können. Das Ganze war ein gewaltiges Risiko, Miranda. Sie hätten mich verständigen sollen. Sie müssen einen Krieg gewinnen, Shepard. Das war mein Kampf. Und er war längst fällig. Sie haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich wünschte nur, meine Schwester hätte das alles nicht gesehen. Wegen ihres Vaters. Ich bin froh, dass er weg ist, Shepard. Tut mir leid, wenn das kalt klingt. Nein, ich verstehe. Es ist endlich vorbei. Für uns beide. Wir müssen nicht mehr weglaufen. Das ist richtig. Statusbericht. Können wir Infos von hier gebrauchen? Die Forschungsdaten sind weg, aber wir haben Informationen über die Anlage. Den Shuttle-Flugplan, einschließlich Cerberus. Nichts Konkretes, aber ein Anfang. Holen Sie aus dem Computer, was geht. Wir nehmen alles zur Analyse mit. Ich kann mehr tun als das. Was? Ich habe Kai Leng vor seinem Start einen Sender angehängt. Damit können Sie ihn bis zum Unbekannten verfolgen. Einen Sender? Sie haben wohl an alles gedacht. Nicht ganz, aber niemand ist perfekt. Danke, Miranda. Genau das haben wir gebraucht. Eine gute Nachricht kann nie schaden. Verdammt richtig. Was haben Sie zwei jetzt vor? Ich bringe Sie in Sicherheit und versorge den Kratzer. Okay. Ich muss die Spur verfolgen. Ich melde mich, Shepard. Bald. Hoffentlich. Komm, Ori. Ich habe genug von Vaters Gastfreundschaft. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Cortez, holen Sie uns am Turm ab. Verstanden. Ich habe genug von diesem Ort. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat.
Gut, damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Wir Klink. Müssen Cerberus vernichten und dann sind die Reaper dran. Ganz meine Meinung. Hackett, Ende. Es geht echt aufs Ende zu. Priorität Cerberus Hauptquartier. Mensch. Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen? Dieselben, die sich von Cerberus Reaper Tech in den Schädel stecken lassen. Diese Dreckskerle sind doch keine Menschen mehr. Das ist allerdings wahr. Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Das werden wir. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen's nur noch nicht. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Commander? Shepard? So, wir haben noch Nachrichten. An-Alarm, neuer Artikel über koreanische Flotte. Automatisches Index für I. Pelavan, die turianische Hierarchie, eine der stärksten und meist respektierten Bodenarmeen der Galaxie, erweist heute einem ungewöhnlich Verbündeten die Ehre. Die Marines der koreanischen Flotte. Ihr geschwächtes Immunsystem zwingt die Quarianer und ihre Truppen normalerweise dazu, an Bord und Schiffen zu bleiben. Aber als ein technisches Notfallteam benötigt wurde, um ein Kommunikationsportal am Boden zu reparieren, das wichtige Informationen an das turianische Militär ermitteln sollte, meldete sich ein koreanisches Team. Unter dem Kommando von Truppenführer Karl Regar führten die Männer die Reparatur durch und opferten dann ihr Leben, indem sie die Stellung hielten, bis koreanische Soldaten antrafen. Als die Turianer ihre Evakuierung anboten, lehnte Regar ab. Das Portal dürfe um keine Umstände fallen. Er sagte, mehrere Schäden an ihren Exo-Anzügen würden eine Evakuierung unendlich zu lassen. Wir sind sowieso alle tot, so Regar wörtlich. Hauptsache, die Kerle werden dafür bezahlen. Ein Sprecher von Primarch Victus lobte die Tapferkeit des Trupps. Ungeachtet unserer Politik in der Vergangenheit steht die Galaxie heute gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammen, sagte Victus. Das Opfer unseres Verbündeten von Ranoch beschämt uns und wir versprechen, ihnen bedarfsvoll dieselbe Ehre zuzuweisen. Zu Ehre weisen, auf Gottes Willen. So. In der Lounge also, die ist glaube ich hier, ne? Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und trotzdem hat sie ihren Vater aufgehalten. Ja. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Für sie muss es noch schlimmer sein. Sie standen sich nah. Ja. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater sind es auch ein Stück weit, Sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Ja. Auf Miranda. Gute Arbeit, du genetisch perfektes Cerberus Cheerleader Boschtet. Kila Selai. Ey. Die ganzen. Weißt du eigentlich, dass das so Männersache ist, sich zu betrinken? Ne? Nein. Ashley betrinkt sich. Tali betrinkt sich. Fehlt eigentlich nur, dass sich hier Commander Trainer sich betrinkt. Edi? Was soll die sich betrinken? Egal! Bis zur nächsten Folge und tschüss!